Hallo Internet! Hier ist wieder Beckenzack für euch und hier ist der nächste Teil von meinem Let's Play zu Hartuful Boyfriende! Ja, im letzten Teil war das Spiel auf einmal überraschender Art und Weise zu Ende. Und ich denke, wir sind uns alle sicher, dass das Ende nicht zufriedenstellend war! Und deswegen spielen wir das Spiel jetzt einfach nochmal durch. Und ich kann auch nicht genau sagen, wie oft wir es durchspielen werden. Entweder so lange, bis es euch zum Hals raushängt oder mir. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt mal wieder so weit nach vorne geskippt, bis wir wieder anfangen können, Entscheidungen zu treffen. Das ganze Vorgeplänkel brauchen wir eigentlich nochmal sehen. Und wir sind jetzt wieder hier bei der Auswahl, welcher AG wir beitreten. Und das letzte Mal sind wir dem Track-Team beigetreten. Und ich glaube, dieses Mal bin ich so ein bisschen für die Schüler Vertretung und deswegen gehen wir in die Student Council. That's everyone, isn't it? Have fun! Ja, ja, der gute Lehrer Kazuaki. Today's an elective day. What should I do? Attend. Genau, das war ja das System, was wir kennengelernt haben. Mathe, Sport oder Musik. Und da Musik mein Charisma verbessert, ich möchte jetzt komplett charismatisch sein, gehen wir jetzt nur noch musizieren. We sang birdie melodies, it was a little tiring, but singing together is fun. Was sind das eigentlich für Typen da oben, die da an der Wand hängen? Bacon, live it up. Charisma increased by 5. Gespannt, was jetzt alles passieren wird, wenn wir einen anderen Weg beschreiten. I was pretty sure I wanted to join it, but what does this council do again? We skipped the vote and I think it's only Sakuya and me. Ohohoho. Nur unser französischer Gaylord und ich. Da knistert es doch in der Luft. Anyway, he called a meeting, so the council room. I go. Aha, nett. This looks like his CEO's office! Naturally. Do you think I would stand for anything less? Hi, Sakuya. So, you had this done? This room used to be filthy. Better suited to rabbit than to us. What a prick! So, have you decided which position will you take? I get to choose? Who's there to choose for you? Dumb Japanese. jetzt wird die Frage anscheinend geklärt. Aren't you Japanese too, Sakuya? Do not mock me! I am French. A French noble bird. That sounds delicious. yummy, yummy, yummy. I got love in my tummy. I guess I have to pick a post now. I think I'll be the... Wer werde ich denn sein? Vizepräsident, Treasurer, Clerk. Okay, Vizepräsident, Schatzmeister oder einfach nur Angestellter. War wahrscheinlich sowas wie Tipse. Ich bin Vizepräsident! Ich werde schließlich an die Macht! You wish to be my right wing? Right hand, right wing. You've got nerve! I like that. I think I just got... Achso, das sag ja ich. Sorry. I think I just got boned with... Gosh, he looks pretty happy right now. And so I became Vice President of the Student Council. Ah, warum nicht, ne? Die meisten anderen Politiker, deren Werdegang ist nicht großartig anders. Ah, sitting at home is so relaxing. Ja, da sind wir wieder in unserer kleinen schönen Hülle. Oh. Tomorrow is the class hike. Should I prepare anything? We won't be going far, so I don't have to. Well, health first. I think I have some udon and go to sleep. Ach ja, stimmt ja. Today is the hike. We've stopped for a break on the hillside. Who should I talk to? Talk to... Ich weiß gar nicht mehr, wie ich in das letzte Mal gesprochen. Ich glaube, mit Sakuya, ne? Aber wir versuchen jetzt mal bei dem Gaylord zu landen, deswegen gehe ich direkt wieder zu Sakuya. Unacceptable! In a temper as usual. Why? Why do I have to come to a place like this, and on foot? It's a high, Sakuya. You have to walk.
Ach ja, das hat man ja. Ich skipp das mal. Beschwert sich, bla bla bla. Ich darf hier nicht schwitzen. So, wir machen wieder natürlich unser Charisma, damit wir mehr charismatisch werden. Damit wir unserer Aufgabe als Vizepräsident auch gerecht werden. Today is a music history lesson. So much thinking outside the box. I feel like I'm going to fly off the handle. But this is what Mordstart is all about, I guess. Oh mein Gott, ist das behindert. Scheiße, Mann. I wonder what those wigs felt like. They look like they're wearing... was? Ptarmigans? Ptarmigans? Ich weiß nicht, was das ist. On their heads. Ja, wie wohl diese Perücken waren. Immer genug Puder dabei haben, auf jeden Fall. Do you seek to mock the great masters, Lowburn Philistine? Da kam gar nicht gut bei dieser Kuh an. Bacon, level up. Charisma increased by 5. I imagine you're all well aware, but the sports festival is right around the corner. Please think about what you do. Ach ja, das Sportfest. Da durften wir uns ja aussuchen, was wir werden. Ich krieg das erstmal wieder weg, denn das haben wir ja alles schon gesehen. Okay, das letzte Mal waren wir bei den Cheerleadern. Und was nehmen wir diesmal? Das wird die geile Game Boy Advance Musik. Ich weiß zwar, dass bei den Cheerleadern Sakuya ist. Das haben wir ja schon gesehen, wir wollen ja was Neues sehen. Also gehen wir zum Erste-Hilfe-Zelt. Salutations! Did you come to gaze into my eyes, mon ami? I heard the first A-Team was short-handed. Salutations? Alas! Sperm for the sake of medicine. I must work harder to prove my love. Anyway, happy to have you. As you can see, we have plenty of work to do. Ah, the obstacle course does always hurt a lot of birds. Why use a game designed for humans? Gute Frage eigentlich. Beyond me, mon ami. I suppose it's tradition. Where's the doctor? Shouldn't he be here too? Over there. He's resting in the shade of a tree, some distance away. It looks like he's taking notes on the performance of the birds on the racetrack. What's he doing over there? He doesn't want to ruin his girlish complexion working in the heat. He does the same thing every year. Is he taking notes on something? A lot of the birds graduating from the school get scouted by pro sports teams. So maybe he's checking up on the promising ones? Uh-oh, they've started. We'll be busy soon. Get ready, mon ami. Yes, sir. And so I spent the sports festival patching up damaged does with Yuya. I learned some first aid from him, so it was time well spent, I think. Nicht so spannend, aber jetzt haben wir natürlich ein bisschen mit dem Bruder von Sakuya angebändelt. Bin gespannt, was es da so, für Verstrickungen geben wird. Ach ja, genau, jetzt haben wir ja... Zack! Yes! You worked hard, keep going like that and you'll do just fine. One day you could surpass me. I'd love to see that. Oh! I guess I did pretty well after all. And Mr. Nanaki seems happy with me too. Yay! Ah, siehst du, da kannst du direkt sehen, ein bisschen mehr Charisma, ne? Da läuft das mit dem Lehrer, ne? With the festival and the midterm over, there's nothing to look forward to but summer heat. Doves smell kind of funny when it gets humid like this. Huh? There's a bunch of birds in front of the staff room. What are they doing? Oh, there's Yuya. Yuya! What's going on? Salutations, Bacon! Brian won his 11th Spulifer. Yeah, Brian. He guessed just that. New scrapping on the staff room pinboard. It says Brian, the first intelligent pigeon, crowned again. Brian? Don't tell me you don't know who he is. I think I've heard the name, but... Brian. Genau, das ist ja dieser hammergeile, krasse, Pulitzerpreis gewinnende Vogel. Und...
Zuschauer Kay Quaso war so nett und hat das wirklich mal gegoogelt und hat rausgefunden, dass es tatsächlich einen verfickten Blog gibt. Der Link ist in den Kommentaren vom zweiten Teil des Let's Plays. Guckt euch das unbedingt mal an. Ich habe mich ja auch wieder sehr herrlich amüsiert. Uh-oh, lunch is nearly over. Adieu, Bacon. So. Ich möchte neue Szenen sehen. I'd better hurry back to class. Hello, everybody. Huh? There's a pile of everything jazz in the... Ach ja, das gibt ja hier die Mega-Klopperei. Und das letzte Mal haben wir uns auf Kukos Seite gestellt. Und ich denke, dieses Mal werden wir uns auf die Seite von Sakuya stellen. So, bla bla bla, das haben wir alles schon gesehen. I should. Side with Sakuya. Okasan, settle down. This is a classroom. Cool! This is a matter between doves. Stay out of it, Bacon. You are a credit to your simian ancestry, Zack. I respect your judgment. Noch schwuler hätte das nicht ausdrücken können. Cool! I catch Okasan and throw him out the window. Just because you're angry doesn't mean you can't make a mess. Come back and when you're prepared to be civilized. Natürlich. Ich kann einfach seine Mitschüler aus dem Fenster werfen. Today is a good day. I feel like I'm shining. I wonder what I should do during break. Go to the... Wo gehen wir hin? Store and Infirmary Cafeteria. Das letzte Mal waren wir in dem, Krankenstation. Bei der Infirmary. Aber da war der dicke Typ wohl nicht so nett zu uns. Deswegen gehen wir jetzt mal zum Laden. I don't really need anything, but I think I'll go to the store. I've never really looked around here before. Ah. Anscheinend verkaufen sie nur Waschmittel, wenn ich dieses Buff oder hier unten richtig sehe. Und Kugelschreiber. Riesige Kugelschreiber. Wow, they've got all sorts of things for sale. These nest-building materials look like what you'd find in a human store's trash. My, how much of you, mon ami? Planning to settle down already? Yuya? No, that's not it. I'm still a high school student. That may be so, but you know we don't reach sexual maturity within a year of birth. Ich bin ein Jahr alt und masturbiere. Ich bin Yuya. Alter. They do. That seems a little hasty. That aside, what are you here to buy, Yuya? Your love, of course. Ooh. I... Yuya, that's... We're not... Eh? I'm not good enough? Oh well, I have to try again later. Is this how he talks to every girl he meets? Let it slide. Ich lasse mich gerne von dir verführen. It's not like it's surprising coming from him. Was? Das war's jetzt? Ich dachte, die machen jetzt richtig rum hier. Und wir machen wieder Musik. We'll have to set up and sing solos today. I'm nervous. Kuckuck, 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 kuckuck. His voice is beautiful. Ja, kuckut, das Zelda-Team. Kuckuck, 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 kuckuck. Aber mal wieder so ein bisschen freie Auslegung von mir. Today is Tanabata. There's probably a bamboo tree in the plaza this year too. I think I'll go make a wish. Ja, es ist mal wieder Jahresende. Wow, there's lots here already. Anybody I know? Ja. Impossible ne pas français. The label. Hatten wir schon. Can you hear the song of the stars above? May they send you happiness, mon ami. Oh, jetzt haben wir auch einen von Yuya. Morning conference on 10th. Leave 30 meters early. Buy another alarm clock. May you wake up on time. Nanaki. Wednesday is garbage day. Remember. Okay. Anscheinend hat er, irgendwie den Einkaufszettel da eingepackt. Ach ja. Wow, wir haben eine neue Auswahlmöglichkeit.
Vorher hatten wir nur Conquer the World by Force, Rule the World from the Shadows, Become a Famous Artist. Und wir hatten Conquer the World by Force. Und da hatten wir auch den spektakulären Endkampf. Jetzt nehmen wir, denke ich mal, The Mad Love of a Fallen Angel. Das klingt so romantisch. I wish for the mad love of a fallen angel. Oh, hello, is that you, Zack? Mr. Nanaki! You should be careful out this late. It can be dangerous for a girl, you know. I was about to head home. Would you like me to walk you to your place? Er war diesmal netter zu mir. Aber wir wissen nicht, was passiert ist, wenn wir ihn abweisen. Wir weisen ihn ab! No, thank you. I still have some errands to run. Oh, well, don't stay out too late. Wasn't the Keymania 2DX... What? Keymania 2DX public playtest starting today. Maybe I'll stop by the arcade. Ah, anscheinend ist das irgendein Spiel der Dingsbums. Ach schade, ich dachte, hier ist die Arcade-Halle. Today is an elective day. What should I do? Und wir verbessern natürlich wieder unser Charisma. Damit uns die Vögelchen aus der Hand fressen. Ah, oh, der Witz war schlecht. I feel placed in charge of the timpani today. Last time it was the gong. What am I supposed to be? The musical gorilla? Ja, das hatten wir auch schon. Level up! So, jetzt haben wir 25 Charisma. Mal sehen, was wir damit alles anstellen können. Just a little longer until early release days. Finals are coming up and the glum depression is already setting in. But at least we won't have to swelter in the classroom all afternoon. Why is a school this famous even stingier with its air conditioning than a public school anyway? Bacon! Ryota? Have you had lunch yet? I was about to go to the cafeteria. Want to come with me? Okay, I heard they've expanded the menu and I wanted to try it sometime. They have massacred ramen now. Was? Massakrierte Ramen? Abgeschlachtete Ramen? Oh mein Gott! Is that like half dead fried rice? Probably, and Oko. What? What's going on? Was war das? Wer ist das denn? Ein neuer Vogel! Ich bin so aufgeregt! I turn around to see a short dove standing behind me, his chest stained a deep red. Er sieht aus wie ein Mörder. Was für eine Stimme soll ich ihm geben? You are the one who called forth this disaster. The one who invoked the bird terrors of the blue sky. I have no idea. The blood! You're bleeding! My chest! You are... Ryota, I don't think he understands Japanese. We have to get him to the infirmary. Oh, don't worry. Look closely. He isn't hurt at all. What? But the blood? He's the loser from the class next to ours. Their plummet just looks like that. Ah, okay. What? Really? Es ist einfach sein Federkleid, das rot ist. Correct. I am Higure Angren, the fallen servant of God. Stained with the blood of sin. Whoa, holy shit! Was geht mit ihm? Boah, was hat er da? Was versteckt er da? Ein Sharingan oder was? Angel Higure. This impressively upholstered bird is Higure Angel. He's in the class next to ours, so he must be another sophomore. That's an odd name. I wonder if he came from overseas, like Sakuya? His Japanese is kind of strange too. Ugh. The corruption spreads faster than I expected. I had hoped to find it before it came this far. Sleeping servant of the heavens! Yes? Is he talking to me, right? Time is slipping by. Judgment draws even nearer. You must find the truth by the light of the red moon. Gah! I must last a little longer. Be silent, crimson beast! You are hurt, aren't you? Do not touch me! Farewell.
Edelblau of the blue sky. Edelblau! Edelblau of the blue sky. Fate decrees that we shall meet again. He's gone. What was that all about? I think you've picked up a weird one, Bacon. Let's go eat lunch! Er hat auch so ein bisschen was von irgendeinem so Yu-Gi-Oh! Charakter. Den komischen Haaren und diesen komischen Ohrringen da. Ah, pfui! It's too hot! I'm gonna melt! Pathetic, Zack! As expected for a male memo. Aren't you uncomfortable too? I thought those fared badly in the heat. Letting your weakness show in front of others is the mark of the vulgar class! Maybe I should take a leaf out of your book. Oh nein, es ist wieder Andrell! The red eye of the demon led me here. You summoned me once more, a puzzle of the blue sky. Him again! Who is this? I think he's named Angel. He's the class eccentric next door. Another peasant! None of you have the right to even be in this school! Go back to the Philippines and bang some coconuts together! Why don't you? Losing bleeding hearts from the Philippines? That would be why they're called losing bleeding hearts. The Philippines have bananas, right? Why you want to call him Banana Man? Banana Man! Okay, wir nennen ihn ab jetzt nur noch Banana Man! Incidentally, Sakuya is about as unhinged as Angel, so maybe they should be friends. I have no business with you, hallowed magician of white. A pestle of blue sky! Yes? Can you not remember who I am? Okay, wer bist du denn? A fallen angel. Natürlich bist du ein gefallener Engel. Could you be a fallen angel escaped from the demonic prison of Judeca? Have you awoken at last, Apostle Edelblau? We have but little time left. You must decide! Will you cross words, swords with me on the promised ground, or... No! Not now! Kommt jetzt irgendein Beecher aus ihm raus, oder was? Angel? He flies away from the corridor in spite of my protests. What a busy bird! We get all our finals back today. I'm not sure I did too well. Das war alles sehr merkwürdig. Zack! Sir! You didn't do too badly, I think. Yes? Never mind, you did badly, sorry. Was? Warum hab ich mich verschlechtert? Verdammt! No! Try harder next time, okay? I disappointed Mr. Nanaki. I have to study more from now on. Ich dachte, wenn ich mehr Charisma habe, würde er mir das durchgehen lassen, aber anscheinend nicht. Today's the last day. It's been a semester already. Ja, es war schon ein ganzes Semester. Und ich denke, mit diesen Worten beenden wir diesen Teil des Let's Plays. Wir haben auf jeden Fall diesmal mehr den Weg zu Sakuya gesucht und ich bin gespannt, wo uns dieser Weg hinführen wird. Wir wurden auf vulgäre und eklige Art und Weise sehr prompt und plump von dem Bruder von Sakuya angegraben und wir haben Angel Banana Man kennengelernt, der eine Mischung aus, ich weiß auch nicht, Tuxedo Mask und Yu-Gi-Oh! Charakter ist. Irgendwie sowas in der Art. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wohin uns diese Reise führen wird. Und schaltet auch das nächste Mal ein, wenn ich dann wahrscheinlich den Tag des Versprechens wie in X mit Angel austrage. Also, bis dahin sage ich Tschö mit Öl.